Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Formel 1 2013, und zwar zum Rennen von Südkorea! Schaffe ich den ersten WM-Titel jetzt schon klar zu machen oder nicht? Kann Rosberg und Alonso da noch was gegen unternehmen? Beste Voraussetzungen, paar Wolken am Himmel, das sieht gut aus und wir schauen sogar noch von der Pole Position. Also da ist was möglich. Da ist sehr viel möglich. Schaffen wir sogar den Sieg? Die Startaufstellung lautet: Ich starte von der Pole Position vor Lewis Hamilton und Fernando Alonso. Dann der nächste Deutsche mit Sebastian Vettel startet vor seinem Landsmann Nico Rosberg. Felipe Massa auf der 6, Mark Webber auf die 7 geschafft. Dann beide Lotus-Fahrer mit Kimi Räikkönen und Romain Grosjean. Und McLaren Mercedes-Fahrer Jenson Button hat es auf die 10 geschafft. Unser Teamkollege hat Q3 knapp verfehlt, startet von Position 11. Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%. Setup ist noch drin. Unsere Rennstrategie lautet nicht 2 Stop, sie lautet 3 Stop. Wir gehen in Runde 8 auf die weiche Mischung, in Runde 21 und in Runde 38. Weich, weich, hart, hart. Das wird die Strategie sein. Im schlimmsten Fall muss ich nur einen 4-Stop einlegen, aber das möchte ich eigentlich vermeiden. Ich hoffe, dass die weichen Reifen wirklich 13 Runden halten. Ich habe da aber so ein bisschen meine Zweifel. Deswegen war eigentlich hart. Oder wisst ihr was, wir machen dreimal hart. Wir machen dreimal hart. Wir gehen da kein Risiko mit ein. Oh, ist das blöd. Ja, die ersten einfach mal schon so viel runter, ey. 49, was ergibt 49 durch 3? 49 durch 3, 16. Ja, das wäre auch eine Strategie. In Runde 6 sofort rein und weg, ey. Einfach schnell mit den Weichen runter und hoffen. Ob ich dann aber schnell genug bin, um vorne zu bleiben? Schwierig. Der Sieg wird schwer, der Sieg wird schwer. 55 lange Runden. Tribünen sind voll und das bin ich. Das ist Nico Rosberg und das ist mein Teamkollege. Es geht nur heute um die WM, nicht um Rivalensieg, um nichts anderes. Es geht hier jetzt und heute eigentlich nur um die WM. Und der große Preis von Südkorea beginnt jetzt. Sehr guter Start von Hamilton. Genauso gut. Ja, genau. So, den Vettel kralle ich mir gleich direkt wieder. Und den Hamilton auch. So, Führung zurück. Wir haben plus 2 Runden Sprit an Bord. Und das Auto ist sehr rutschig auf den Taxe. So, versuchen wegzufahren sofort. Und Webber hat es auf die 3 jetzt nach vorne gebracht. Von der 7 gestartet. Und da bringt mich der Körper mal ganz weit raus. Okay, schweres Auto. Das muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen. Ungefähr eineinhalb Stunden wissen wir, ob wir den Sieg hier rausfahren oder nicht. Ob wir Weltmeister sind oder nicht. Wir sind momentan auf dem besten Kurs dahin. Rosberg momentan nur auf der 6, dann wird Alonso 5. sein. Der große Gewinner am Start ist Mark Webber.
Auto kommt sofort quer. Und die Reifen, die bauen jetzt schon stark ab. Das ist alles andere als schön. Problem ist an diesen Reifen, die hatten auch schon zwei Qualifying-Runden drauf. Das kommt ja auch noch stark hinzu. Der letzte Sektor war mein schwacher Sektor im Training und im Qualifying. Hamilton kann sich absetzen von Webber. Gelbphase, da ist irgendwo was passiert. Und Hülkenberg ist in den Punkten angekommen. Webber macht wieder einen auf langsam. Aber jetzt schon 3 Sekunden Rückstand auf Hamilton. Hamilton kann ich mich nicht absetzen. Im Mitteteil. ...1,6. Hamilton war eine Zehntel schneller. Rosberg auf der 18, da ist ganz viel passiert auf einmal. Das könnte schon der WM-Titel sein. Weil jetzt interessiert mich nur noch Alonso. Der war punktgleich. Weichen doch ein bisschen länger als gedacht. Aber nach dem Querschläger würde ich sagen, nein. Hier sind jetzt 7 Runden drauf. Mit Qualifying natürlich. ...0,6, das ist der DRS-Bereich. Ein 46,4 von Hamilton.
ich werde auf jeden Fall in Runde 6 reinkommen. Den ersten Stop hatte ich eigentlich in Runde 8 geplant mit Weich dann, aber... So wie es momentan aussieht, bringt mir das gar nichts. Frage ist halt, was kann man mit hart fahren? Bin ich dann schneller oder bin ich dann langsamer? Weil die harte Mischung ist nicht die Soft-Mischung, sondern die Medium-Mischung. Ach, das auch noch! Die Box ist für dich bereit. Komm diese Runde rein. Du verlierst ungefähr eine halbe Sekunde pro Runde auf Hamilton. Ich komme mit dieser Strecke mit den Reifen nicht klar. Keine Ahnung warum. Sieht aus, als ob Weber demnächst zum Boxenstopp kommt. Weil der spart Benzin. Aber ich gehe das Risiko ein und gehe auf Weich noch mal. Und dann sollte ich mindestens noch eine Runde fahren. Ich fahre noch weiter eine Runde mindestens. Dann können wir da echt dran überlegen. Dann können wir uns das überlegen. Button 1,45,7, okay. Und auf einmal bleibt doch dieser Reifen stehen. Es läuft gar nicht so, wie ich das möchte. Gar nicht. Hamilton fährt auf Mager das, was ich normalerweise fahren müsste auf Mager auch. Wir müssen versuchen, die Lücke konstant zu halten. Also so wie der fährt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass der auf Mager fährt. Der fährt mir ja jetzt schon wieder weg. Was macht die KI wieder im Mitteteil und im letzten Sektor gegen mich? Das Auto vor dir hält dich auf. Du musst überholen. Im Moment bist du in Sektor 1 schneller. Hamilton, fährt er wieder in seine eigene Liga? Boah, bitte runter damit, ey. So, volles Risiko in der Boxeneinfahrt. Weiche Reifen, bitte. Okay, weiche Reifen beim nächsten Stopp. Ich gehe mit dieser Strategie kein Risiko mehr ein. Verkehr am Boxenausgang. Sei vorsichtig, wenn du auf die Strecke fährst. Neben Rosberg. Okay,
Achtung. Das Team hat ausgerechnet, dass Rosberg in den nächsten zwei Runden an die Box fährt. Werde ich natürlich richtig aufgehalten hier. Ah, Mann! Okay, aber Maldonado, was ist denn da los? Also es läuft gar nicht nach Plan. Fahrfehler und Fahrfehler. Ist das der Druck? Ich hole sofort mit riesen Schritten auf. Das ist Perez. Schnapp ihn dir. Und vor allem, so viel hat man auch nicht in der Boxengasse verloren. Der ist Sechster, stark. Ja, der ist diesmal ein bisschen Ziel retten. Neue schnellste Rennrunde von mir jetzt. Hervorragende Runde. Ich habe selten eine bessere Leistung gesehen. Mach genauso bis zum Ende weiter. Oh, was geht denn hier ab? Was geht hier ab? Die Western, das ist ein McLaren, das müsste Button sein. Entschuldigung, die Wester. Ich habe aber deutlich mehr Grip. Nico ist jetzt 3 Plätze vor dir. Du bist in Sektor 2 schneller als dein Vordermann. Schnapp ihn dir in Sektor 2. Wir sind immer noch draußen geblieben.
Neue schnellste Rennrunde. Der ist aufgekommen. Da vorne wird gekämpft. Der fährt jetzt hinter mir. Oh, Raikön, du verlierst aber ja richtig Zeit. Ja, ich kann deutlich... Ja, keine Chance. Da kann er mich gar nicht halten. Und schon fahre ich weg. Schon fahre ich echt weg. Du hast 2 Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Wir müssen diesen Abstand halten, damit er keinen Überholversuch starten kann. Hamilton fährt weiter. Aber die ersten in der Box. Vettels nächster Stint wird wohl länger. Red Bull hat ihm die härteren Reifen gegeben. Okay, die Zeiten sehen gut aus. Du kannst mit der Spitze mithalten. Ich bin die Spitze momentan, ey. Hamilton sollte davon aufpassen. War ich wohl richtig auf. Weber ist nur 8 Sekunden entfernt. Du liegst 4 Sekunden vor deinem Hintermann. 4 Sekunden. Das ist Massa, der war noch nicht an der Box. Also dieser eine Stop, der... Könnte mir den entscheidenden Vorteil am Ende des Rennens geben. Oder bis zum Ende des Rennens. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Hamilton an der Box. Und Weber auch. Dein Hintermann hat einen Satz der härteren Reifen aufziehen lassen. Sieht nach einem längeren Stint aus. Also, die KI zieht das durch. Und so viel Zeit habe ich gegen Hamilton gar nicht gewonnen. Da hinten ist er nämlich. Aber gegen Weber habe ich was gewonnen. Dein Hintermann ist auf den härteren Reifen unterwegs. Er sollte langsamer sein als du. Du musst versuchen, eine Lücke herauszufahren. Hinter dir fährt Hamilton mit 5 Sekunden Rückstand. Dass er mich da ausbremst, oder das Spiel mich da ausbremst, das regt mich am meisten auf.
6 Sekunden, also ich baue meinen Vorsprung aus. Also der angefahrene Reim, das ist doch noch der schnellere. Das muss ich auch machen. Also Rosberg ist 10. also er ist wieder in den Punkten. Gelbphase im zweiten Sektor. Vorsprung ist deutlich noch raus. Reifen bauen noch nicht ab. Oder anders ausgedrückt ist, spiegelt sich nicht in den Rundenzeiten nieder. Solange ich schneller fahre als Hamilton, ist alles gut. Ich habe mittlerweile 18 Sekunden Vorsprung auf Weber. Und wir nähern uns bei den ersten Überrundungen auch noch. Ich habe jetzt fast gedacht, ein bisschen zu spät gebremst. Hamilton in den Spritsparmodus oder was? Sieht's bei mir aus, bloß eine Runde, okay. So, eine Runde 19 an die Box. Sind wir schon bei 10,5 Sekunden. Also der verliert deutlich der Hamilton, obwohl er die frischen Harten hat. Rosberg ist 22. und ausgeschieden. Er ist ausgeschieden. Also Rosberg ist ausgeschieden. Dann ist nur noch Alonso, mein Gegner in der WM. Und es ist auch sehr gut für die Konstrukteurswertung. Darf man ja nicht vergessen. Ach ja, mein Ziel ist übrigens wieder der Erste, wen wundert's. Ja, die sollten mich immer vorbeilassen. Aber wie sie mich manchmal vorbeilassen. Das ist unter aller Kanone. 11 Sekunden. Alonso ist auf der 3. Damit ist mein Gegner hier im Rennen. Genau, bitte kurz abbremsen. Danke. Der fährt auf Fahrt, der Schilden.
Ich muss in der Kurve vom Gas gehen, damit ich ihn nicht abschieße. Schwache Rundenzeit. Der ist noch geschenkt bekommen. Alonso gibt mächtig Dampf hinten. Das ging noch pick. Die Reifen halten noch gut. Wenn wir dann Runde 19 reingehen, dann müssen wir noch zweimal auf Fahrt. Das sind dann noch 36 Runden, also 18 Runden halt dann. Okay. Das sollten die Harten eigentlich schaffen. Man sagt immer das Doppelte. Reifen beim nächsten Stop. 18 Runden sollten für die kein Problem darstellen. Jetzt einen Sekunden Vorsprung, also wenn ich noch ein bisschen länger draußen bleibe, dann könnte ich sogar noch vor Hamilton wieder rauskommen und dann noch die frischen Reifen haben. Also so wie es aussieht, scheinen 30 Stops die schnellere Variante zu sein. Ja, passt schon. Da fahre ich noch eine Runde. Master auf der 3 jetzt, okay. Du liegst 15 Sekunden vor deinem Verfolger. Ich
Frage ist, es geht noch eine Runde. Die Reihen haben jetzt 12 Runden ausgehalten. Dann werden die Harten das eigentlich auch locker schaffen. Also gehen wir rein. Beim nächsten Boxenstopp bekommst du harte Reifen. Jo. Naja, egal. Die Reifen gehen ja eh runter. Weil die Reifen kommen runter, besser gesagt. Nach keinem Rivalen. Durch geht's auf jeden Fall. 2:0. So, Hamilton vorbei. Runde 43. Da verkalkuliert ihr euch aber. Ich habe eh keinen frischen Weichen mehr. Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. Die Rundenzeiten sehen gut aus. Höhenberg hat wieder ganz viel in der Boxengasse wohl verloren. Also Hamilton, der gibt jetzt ordentlich Gas. Das muss er auch, wenn er das Rennen gewinnen möchte. Du bist in Sektor 1 schneller als dein Vordermann. Nutz das aus und geh vorbei. Eineinhalb Sekunden. Ja, ein frischer Reifensatz, der macht extrem viel aus. So, ein bisschen Benzin sparen jetzt noch. Sprit sieht gut aus. Wir können von Gemisch 2 auf 3 wechseln, wenn du möchtest. Nö. Wenn wir so ein bisschen hinter ihm herfahren. Um Benzin zu sparen. Wenn er es rausposaunt da vorne. Ich komme sogar näher. Mazda greift jetzt voll an. Gerade hat er eine neue schnellste Runde hingelegt. Also ich könnte deutlich schneller als Hamilton.
Wir müssen bald noch einmal in die Box. Und ich könnte ihn eigentlich spielend leicht auf der Geraden gleich überholen. Ich habe deutlich die frischeren Reifen. Er hat deutliche Probleme hier. Da, zu weit raus. An ihm vorbei gleich jetzt. Na doch, der wehrt sich auf einmal. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht die Lücke. Ja, mit kaputten Reifen. Wenn ich neue hab. Was, wir sind in die Box gefahren? 12, ne? Die Reifen haben 10 Runden runter. Und der kommt trotzdem. Der kann trotzdem nicht mein Tempo mitgehen. Das wundert mich ein bisschen. Der verliert sogar deutlich. Und die KI ist ja nicht gerade stark hier, ne? Neue schnellste Rennrunde, 1:43,2. Perez auf der 4, okay. Das wundert mich trotzdem, Hamilton kommt da gar nicht mit. Wir nähern uns langsam der Halbzeit auch des Rennens. So Runde 28 ist Halbzeit. Der kommt nicht mit. Also 3 Stop, klar die schnellere hier Strategie. Sogar Massa kommt näher, okay. Man kann natürlich auch einen Defekt am Auto haben. Oder Reifenprobleme. Aber auch in Korb war der Mercedes hier nicht stark. Rosberg ist schon draußen. Schwierig.
Sekunden. Das sind 4 wichtige Sekunden. Unfall in Sektor 3. Okay. Gelbe Flaggen und Überholverbot in Sektor 3. Boah, da gibt der Körper mir einen Schlag. Ich muss aber nichts machen. Um das Auto abzufangen. Die Trümmer wurden beseitigt. Es geht viel zu schnell mit den Trümmernbeseitigung hier. Ausgeschieden ist aber keiner dadurch. 5 Sekunden auf Hamilton. Das ist nicht mehr normal, was der da hinter mir fährt. Massa verliert auch deutlich. Jetzt können wir auf das hinauslaufen, dass ich einfach nur meine Runden abspulen muss. Um den WM-Titel mit nach Hause zu nehmen. Diese Woche gehen die Tests in Bahrain dann an. Mal schauen, ob Red Bull immer noch diese großen Probleme hat. Oder ob man sich verzockt hat bei Red Bull. Man verliert unwahrscheinlich viel im Mittelteil. Nicht, dass dort irgendwo sein Hund begraben ist, ja. Eigentlich Alonso hin. Der war auch mal weiter vorne dabei. Der war mal 3. Weber auch. Wo sind die eigentlich hin? Also, dass Hamilton durchfahren will, das klappt auf keinen Fall. Wir waren in Runde 12, die Reifen müssten 43 Runden und dann never. Wohl halten können sie es schon, aber ob das schnell ist, bezweifle ich stark. Die Wand sollte hier der Rest aber nicht mal berühren. Das könnte tödlich enden. In der Mercedes-Box wird ein Stopp vorbereitet. Sieht aus, als käme Hamilton bald rein. Okay. Jetzt schon. Hat aber doch große Reifenprobleme, wenn er jetzt schon rein muss.
Wenn ich meine Links nicht vorstellen. Aber wir sind bei der Halbzeit schon angekommen. Und so wie es immer mehr danach aussieht, dass wenn wir die WM hier durch haben. Technischen Ausfall gehe ich jetzt mal hier nicht von aus, dass es da kommen wird. Fast 10 Sekunden Vorsprung auf Hamilton, also das ist mittlerweile eine andere Welt, die ich mittlerweile fahre. Runde 38, 39, damit rechne ich so mit meinem nächsten Stop und das reicht locker. Also die harten Reifen halten hier so viel aus. Guido lässt mich auch vorbei und das ist sehr nett, danke. Wir haben ausgerechnet, dass Massa innerhalb der nächsten 5 Runden zum Reifenwechsel kommt. Massa in den nächsten 5 Runden an die Box. Ja, das kann ich mir sogar durchaus vorstellen, dass das stimmt. Du hast zurzeit 10 Sekunden Vorsprung auf deinem Hintermann. Wir sind jetzt 10 Runden auf den Reifensatz hier schon unterwegs. Jetzt haben wir die 10 Sekunden auch erreicht. Selbst wenn er jetzt bald wechselt, der Hamilton, der muss dann um einiges schneller fahren als ich, um diese 10 Sekunden dann innerhalb von ein paar Runden aufzuholen. Vielleicht verliere ich dann pro Runde eine Sekunde, maximal 1,5 und das war's dann gegen ihn aber auch.
Wenn wir so ein bisschen enttäuscht von Hülkenberg, der verliert so immer während des Rennens echt viel Zeit. Also bis jetzt bin ich mit dieser Saison sehr zufrieden. Sie ist besser verlaufen, als ich gedacht habe bei einigen Rennen. Gut, bei anderen hätte sie auch noch ein bisschen besser laufen können. Aber im Großen und Ganzen war die doch sehr erfolgreich. Und ich denke mal, dass sie auch erfolgreich zu Ende gehen wird. Wie gesagt, Austin und Abu Dhabi und Indien, das sind die drei letzten Rennen, wo ich noch ein bisschen Bammel habe. Da kann echt noch alles passieren, auch in Sachen Konstrukteurs-WM. Umso wichtiger ist, dass wir diesen Sieg gegen Hamilton einfahren und dass Hülkenberg auch nochmal ein paar Punkte holt. So, 10 Punkte, noch ein bisschen mehr Vorsprung tut sicherlich gut. Und Dörfer an die Wand möchte ich natürlich noch nicht malen, aber da kommen noch drei Rennen, wo die große Unbekannte ist. Japan ist auch nicht safe, also da ist eine richtige Fahrerschrecke noch Japan, die mir sehr gut gefällt, aber wo man sehr viele Fehler machen kann, ja. Das ist leider so das Problem. Und der Rennstrecke, so Marusch, der macht mal Platz da. Vor dir fährt eine Gruppe langsamerer Wagen. Ich geh mal in der Kurve halben Weg. Ja, mitten immer noch nicht in der Box gewesen, okay. Und ja, also ich möchte ja in Lotus. Die meisten möchten, dass ich auch nach Lotus wechsle für die dritte Saison. Und die letzten zwei Saisons kommt dann wirklich ein Top-Team dann. Lotus ziehe ich jetzt als das beste Team ein. Das ist noch eine kleine Steigerung im Vergleich zum Sauber. Mich interessiert einfach beim Lotus der Reifenverschleiß auf jeder Rennstrecke. Ob der Wagen wirklich so reifenschonend ist. Tja, vor allem ich zeige euch dann sehr, sehr viele unterschiedliche Autos, alle Top-Teams. Also, was wollt ihr eigentlich da noch mehr? Aber wie gesagt, ich lasse in meiner Community ein bisschen Mitspracherecht, das macht auch nicht mehr jeder Let's Player, ja. Gerade die Großen, die ziehen mittlerweile nur noch ihr Ding durch, ihr Schiefen und fertig ist die Sache. Da liegt es eh meistens daran, dass die Community es eh gefällt, ja. Wer, das war aber knapp. Deswegen habe ich jetzt vergessen zu bremsen. Du hast 12 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. Der nächste Wagen ist eine Überrundung. Er sollte dich vorbeilassen. Morgen steht das Ligarennen in Monaco an. Ich habe noch gar nicht dafür trainiert. Also, wir haben bei mir Freitag, ja. Also, das ist jetzt schon richtiges Voraufnehmen hier. Im Sommer werde ich eh die Let's Plays noch weiter zurückschrauben müssen. Deswegen versuche ich jetzt so viel wie es geht schon wieder voraufzunehmen. Es muss einfach wieder sein. Jetzt habe ich immer alles in der letzten Minute aufgenommen. Das geht einfach nicht mehr. Das ist nicht mehr akzeptabel bei mir. Jetzt nicht gerade, wenn wir wieder im Sommer kommen. Da werde ich wieder. Da habe ich 6 Tage Woche Dienst dann und dann ist ein Tag frei. Ja, der wird dann wahrscheinlich für Erholung drauf gehen. Und ja. Deswegen ist bei mir jetzt wirklich so ein kleiner Aufnahmemarathon. Jeden Tag noch richtig schön ausnutzen. Noch bin ich arbeitslos, aber das ändert sich dann ab April, ändert sich das komplett. März so ein bisschen. Dann mache ich einen Nebenjob, das geht dann eigentlich auch noch. Da bleibt dann noch ein bisschen Zeit übrig. Aber ab April wird es dann. Dann beginnt die Hardcore-Saison.
Dann ist Ostern, dann ist Pfingsten. Und dann kommen wieder die Sommerferien, dann geht's richtig ab. Bedeutet für mich natürlich auch wieder gutes Geld, ja. Gutes Geld, was ich dann wieder in die Hardware stecken kann. Hat man seine Vor- und Nachteile, ja. Aber leben kann man von Let's Plays, kann keiner leben, ja. Das können die Großen auch nicht. Gronkh und Sarraza, Pizmitz. Und wenn es da noch alles gibt, ja, so. Die können davon auch nicht leben. Das ist und bleibt nur ein Hobby, wovon man eigentlich nicht leben kann. Man verdient sich da ein bisschen sein Taschengeld mit, ja. Sicher, was ich von YouTube verdiene, ich sage immer, das geht eigentlich komplett für die Ausrüstung drauf. Ja. Man muss erst investieren, um wirklich zu verdienen. Das ist überall so, ja. Ich kann nicht gleich verlangen, dass ich hier gleich das große Gewinn mache, ja. Fängt ja schon beim PC an, ja. Man braucht einen guten PC, ja. Tobi muss ja Need for Speed Rivals abbrechen. Weil sein PC das nicht mehr verkraftet hat, der ja 700 Euro gekostet hat letztes Jahr und der packt das schon nicht mehr. Also, das sind dann große Investitionen, die man einfach durch YouTube nicht zurückbekommt. So viel darf ich ja, so viel kann ich dann sagen. So, das ist meine Einstellung dazu. Das, was ich mit YouTube verdiene, das geht in Hardware drauf. Das fängt ja schon beim Headset auch wieder. Ein Headset musste ich mir auch wieder neues holen, weil das alte nicht mehr geladen hat. Das war die Krone, wo ich dachte, oh Gott, ey. Was hat sein Dienst erwiesen? Das ist ein gutes Teil und ja. Aber das kostet dann auch wieder Geld. Da geht auch wieder was drauf. Erfolg zu haben, egal in welcher Branche, egal wo. Man muss sich da wirklich hinter. Man muss sich da ins Zeug legen für, ja. Beste Beispiel ist hier Tobi, ey. Muschan. Möchte Bankkaufmann werden und muss jetzt Abitur machen und jetzt beschwert er sich, dass sein PC nicht funktioniert. Ja. Wo muss man dann Abstriche machen? Das ist dann halt so. Ich muss mich mittlerweile schon dazu überreden, dass wir Koop aufnehmen. Also das haben wir jetzt auch nicht mehr so wirklich auf Vorrat. Australien ist jetzt rum, diese Woche kommt Malaysia und das war's dann schon. Also die muss ich auch dazu zwingen, diese Woche aufzunehmen. Sonst krieg ich einen wieder an der Waffel, ey. Es kommt ja jeden Tag ein Formel 1 Sport. Halt Karriere, Koop, Karriere, halt immer im Wechsel halt. Ja, also. Wer sich von euch da beschwert, da kommt zu wenig Formel 1, den würde ich in die Waschmaschine stecken und ein paar Waschgänge mitmachen lassen, ey. Der war in der Box, okay. Das habe ich natürlich selbst verschlafen. Weil einer, der sagt immer, der fordert immer mehr, obwohl zeitlich gar nicht möglich ist. Mittlerweile dann solche Kommentare in den Spam-Mod, ne, die ignoriere ich, die lösche ich mittlerweile. Weil es geht mir auf den Sack. Genauso diese Kommentare, die man immer hatte, erster, zweiter, dritter, also könnt ihr schreiben, habe ich kein Problem mit, die landen eh in den Spam, das sieht kein User mehr. Das sieht man auch nicht mehr, das ist von YouTube eigentlich auch verschwunden, diese Kommentare, erster, zweiter, macht kein Mensch mehr. Weil wir jetzt diese schöne Funktion haben, mit dem Ausfiltern, da muss nur ein Schlagwort drin sein in den Kommentar,
Schon landet es in den Spam-Bereich oder ich muss es bestätigen. Eins von beiden. Meistens muss ich es dann bestätigen. Es fängt dann bei so Kommentaren an, wo nur drin steht Lotus oder Mercedes. Ja, also da gab es ein paar Kommentare, die musste ich genehmigen. Obwohl es ja kein Spam war, nur weil ich eine Umfrage gestartet habe. Ich freue mich. Du vergrößerst die Lücke zu Hamilton. Er verliert ungefähr 3 Sekunden pro Runde. Träum weiter. Ich freue mich richtig, richtig auf die neue Formel 1 Saison. Ich bin echt gespannt, wer diesmal Weltmeister wird. Das wäre eine lange Saison. Mit Tobi machen wir auch wieder die ganzen Formel 1 News. Wir haben jetzt extra dafür einen zweiten Kanal. Weil ich sehe es nicht ein, dass ich ihm die Zugangsgrade auf meinen Kanal gebe. Das gebe ich keinem. Deswegen haben wir jetzt einen Zweitkanal gemacht, da werden wir es hauptsächlich machen. Die ersten Videos, die wir produzieren, werden aber noch auf diesem Kanal laufen. Aber wir werden es dann auch ankündigen, dass wir das dann nur noch auf den Zweitkanal. Da haben wir beide Zugriff drauf. Das bedeutet, wir müssen es dann nicht mehr gegenseitig absprechen, wer wann was macht, ja. Sondern das kann man dann vorab entscheiden. Weil im Sommer habe ich die Zeit nicht dafür, ja. Aber am Ende der Saison dann wieder so Australien und Malaysia, das ist ja Anfang, da habe ich dort noch mit Zeit, das zu machen, aber dann so, dann beginnt eh die Phase bei mir wieder. Im Sommer hier Spielberg, Deutschland, England, Ungarn, Spa, da habe ich wahrscheinlich nicht so viel Zeit und ja. Sprengverscannung werden wir auch machen, da könnt ihr uns auch einfach mal sagen, was ihr wollt. Obwohl, das ist ein bisschen spät. Das ist jetzt ein bisschen ankündige, weil wir wollen das eigentlich schon. Wir wollen eigentlich am Wochenende jetzt aufnehmen, also sprich morgen bei mir. Das ist schon bei euch dann 3 Tage her. Und halt das Wichtigste ist erstmal machen. Und was geht hier vorne ab? Habt ihr euch da bald eingekriegt, Roger und der Rest? Oh Gott, da ist sogar Hülkenberg mit dabei. Den fange ich gleich an zu überrunden. So, ich denke mal, wir gehen jetzt auch an die Box. Okay, harte Reifen beim nächsten Stop. Und fahren dann die letzten 17 oder 18 Runden zu Ende. Was würdet ihr eigentlich von der Facecam halten? Also die meisten sagen ja, bitte, 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 bitte. Nur was versprecht ihr euch davon? Was verspricht ihr von der Facecam? Nur mein Gesicht zu sehen oder was? Wie ich das Lenkrad schwinge? Oder wollt ihr einfach nur meine Visage sehen, ja? Mittlerweile nehme ich auch den 2100 Abonnenten zu. Ist aber auch ein bisschen mittlerweile so eine Durststrecke mit Abonnenten. Ich lege da auch jetzt nicht so wirklich einen großen Wert drauf. Mir ist es wichtig, dass die Zuschauerzahlen stimmen. Ja, also ich finde dafür, dass ich nur 2100 Abonnenten habe, habe ich sehr gute Zuschauerzahlen. Ja, also mit knappen 400 auf dem Formel 1 Rennen, ja, das ist ein Fünftel der Abonnenten, das ist 20%. Und 20% ist im Internet immer eine gute Quote. Von daher kann ich mich darüber nicht beschweren. Die Nebenprojekte kommen mittlerweile auch immer besser an, ja, also da kommen wir auf 100 Aufrufe pro Tag, also das kriegen andere YouTuber oder Let's Player mit 5000 Abonnenten nicht hin, ja, weil es einfach das einfach nicht durchziehen und ja. Von daher, pro Tag habe ich so 1500 bis 2000 Videoaufrufe pro Tag. Also von daher sieht es jetzt nicht ganz so schlecht aus. Es ist immer so, dass es ist normal, das ist ja in jeder Branche so, ja. Dass es immer ein paar Abonnenten gibt, die abspringen, aber nicht deabonnieren, das gibt's. Das ist normal. Ach, wollte ich nicht in die Box ränkig fahren? Und neue zu gewinnen auf dem Markt ist ja grundsätzlich mittlerweile schwer, weil es gibt so viele Let's Player. Der Markt ist eigentlich schon übersättet
damit, aber es gibt eigentlich wenig gute. Das muss man immer wieder sagen. Bei mir beginnt so die wirklich gute Szene ab 10.000 oder mehr. Ja, und es gibt natürlich, es gibt die ein oder anderen sehr, sehr großen, ja. Aber es gibt dann auch größere, ja, und diese größeren, die so ab 10.000 ist, die können sich noch ein bisschen mehr an die Community richten als jetzt die ganz, ganz großen. Deswegen gucke ich meistens noch bei den ganz großen einfach nichts. Verdient haben sie es alle, keine Frage. Jeder hat seine eigene Ader, mit der er Let's Playt. Ich habe auch meine. Ich ziehe auch meinen Stiefel hier knallhart durch. Wo ist der überhaupt? So, letzter Stint hier. Also der Sprit sieht auch gut aus. Und heute sich jetzt Let's Play noch zu behaupten, ist sehr, sehr schwer gegen die Masse, weil die Großen, die machen ja fast jedes Spiel. Guckt euch an, wer hat den F1 2011 gemacht? Keiner. Und jetzt F1 2013 macht's doch wieder fast jeder Große. Also man muss mittlerweile das Spiel finden als kleiner Let's Player, was zwar neu ist, aber es macht nicht jeder, aber gleichzeitig möchten es viele sehen. Und da kann ich mit dem Kopf schütteln und sagen, das gibt's nicht mehr. Die Zeit ist natürlich vorbei. Also jetzt wirklich noch Let's Player anzufangen ist Schweineschwer. Da muss man dafür wirklich Talent haben. Ja. Talent haben, spielen. Man muss es mit Leidenschaft machen. Ja, mit Leidenschaft. Die Qualität muss von Anfang an stimmen. Da muss alles stimmen. Wenn du wirklich heute noch wirklich erfolgreich sein möchtest, ja. Oh, 4 Sekunden Vorsprung nur noch, okay. Aber ich kenne auch Let's Play oder ich schaue Let's Play, die haben gerade mal 200 oder 300 Abonnenten, aber sind auch schon seit 2011 dabei, ja. Und ich bin ja jetzt auch, bin ich jetzt fast schon 3 Jahre dabei, ich bin nicht 2011, 2012, so die Serie, ja. Und die konnten sich nie wirklich hocharbeiten, obwohl die Qualität ja eigentlich stimmt, ja. Und da wird es ja heutzutage noch schwerer. Jetzt sind wir mittlerweile 2014. Gronkh hat April 2010 angefangen. Das sind jetzt fast 4 Jahre. Und die Frage ist halt, wie lange wird diese Szene überhaupt noch geguckt, ja? Bis die nächste Idee kommt, ja? Ja, die meisten machen jetzt nur noch Lives. Oder viele machen mittlerweile so viele Livestreams, weil, ja, weil es die meisten Zuschauer einfach möchten. Ja, ich habe jetzt auch damit schon halb angefangen. Aber jetzt sozusagen, es wollen immer weniger Let's Plays schauen. Abwarten, wie es sich in 5 Jahren entwickelt, da kann die Welt schon wieder ganz anders aussehen. Auch schon, auch rechtlich gesehen, ja. Aber ob da sich wirklich das irgendwann noch rentiert, weil es zu wenige gucken, abwarten. Das ist ganz schwer zu sagen. Und dann eine Prognose abzugeben, wie es in 5 Jahren aussieht, ist ohnehin schwer, ja. Das drückt dann nochmal auf die Tube da hinten, oder was? Solange es mir Spaß macht, werde ich es auch weiter durchziehen. Wie gesagt, Zuschauerzahlen sind mir egal. Wenn ich einen damit glücklich mache, dann reicht es eigentlich ja schon. Da hat man ja eigentlich sein Ziel ja schon mit erreicht. Aber Feedback und
Zuschauerzahlen. Das ist einfach diese Langzeitmotivation, die man dadurch bekommt. Das zaubert natürlich selber ein Lächeln aufs Gesicht, weil man weiß, ja, die Arbeit ist nicht ganz umsonst. Ich könnte mittlerweile einen Saal füllen, ja, mit allen Abonnenten und jeder wird schauen. Komischerweise, ja. Das ist einfach diese Vorstellung, ja. Die ist unfassbar. Und die ganz großen würden ein ganzes Fußballstadion vollkriegen. Sogar noch mehr auf einen Streich. Nur mal, um diese Dimensionen klar zu machen, ja. ...42-0, okay. So, wir sind mittlerweile in Runde 43. Die Zeit geht beim Reden aber schön vorbei, ey. Ich dachte, wir sind schon in Runde 55. Könnte ich immer noch auf Hamilton reagieren. So ist es nicht. Dann fährt er im Benzinsparmodus, fährt er auf voller Drehzahl, fährt er auf Standard. Die wichtigsten Informationen verschweigt er immer wieder. Neue schnellste Rennrunde, Hamilton muss nachlegen. Das war die schnellste Rennrunde, weiter so. Ich bin gerade am überlegen, was für ein Thema ich noch anschneiden kann. Deswegen war ich jetzt mal gerade ein bisschen ruhig. Zwischen dir und deinem Verfolger liegen 6 Sekunden. Aber ich bin echt am überlegen, mir fällt nur gerade keins ein. In der Welt der Formel 1 ist auch nicht viel passiert. Die meisten schreien sich jetzt nur noch Ferrari, das Duell, Alonso gegen Raikön. Die einen sehen Alonso vorne, die anderen sehen Raikön vorne und der Curb sieht mich in die Wand bald, ey. Wenn das hier so weitergeht. Nein, natürlich nicht. Ich sag, das ist das schwierigste Duell, was man tippen müsste. Also, okay, Rosberg und Hamilton ist auch so ein Fall für sich, ja, die beiden. Aber Alonso und Kimi, ja, das sind beides Weltmeister auf hohem Niveau. Und ich glaube nicht, dass Kimi wird sich nicht alles gefallen lassen in Ferrari. Definitiv nicht. Das ist genauso einer wie Sebastian Vettel bei Red Bull, der lässt sich auch nichts sagen. So wird Kimi auch dann bei Ferrari auftreten. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Wo ich mir auch ziemlich sicher bin, ist, dass dieser Paul die Western mal blaue Flaggen bekommen sollte. Okay. Okay, Hülkenberg will wieder einen Punkt momentan holen. Hoffentlich rettet ihr diesen einen Punkt bis ins Ziel. Erst kommt er auf 2000, das geht dann 33 Sekunden. Oder auf jeden Fall über 30 Sekunden, das weiß ich, wie viele Sekunden jetzt genau. Ich glaube, es sind genau 33.
Dann heißt es, warum muss ich das hier so richtig einteilen mittlerweile, ja? Also das wird auch eine entscheidende Rolle spielen im Qualifying. Da bin ich mir ziemlich sicher. Bei 33 Sekunden in einer Runde, ja, also. Gehen wir mal davon aus, wir fahren 1,30. Nur mal als grobe Rechnung. Und der Vollgasanteil einer Strecke liegt ja ungefähr bei 60%. Das bedeutet, 45 Sekunden oder fast 50 Sekunden gehen wir auf dem Vollgas. Und davon kann ich dann wirklich 30% oder 30 Sekunden noch erster zu einsetzen. Ja, das ist schon nicht gerade wenig, ja. Also von 50 Sekunden dann nochmal 30 Sekunden. Also die Hälfte davon kann ich dann wirklich noch mit erst fahren. Also hier muss ich quasi drücken jetzt. Bis zur Skalzi, jetzt müsste ich warten. Und jetzt gleich, pass auf, jetzt drücken wir mal und 10 mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Also ich würde hier ungefähr schon 12 Sekunden drücken, ja, oder 11, also 10. Und jetzt können wir auch wieder zählen. Nur mal hier ein Beispiel zu geben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben schon 18 Sekunden ungefähr, ja, also. Und jetzt wird es schwer. Jetzt wird es natürlich wiederum schwer, wo ich den Rest verbrauche, ja. Hier würde ich nichts einsetzen, dann würde es hier ungefähr weitergehen mit dem Erst und dann fängt das schon wieder an mit dem Zählen. 1, 2, 3, 4, vielleicht 4 Sekunden verbrauche ich hier ungefähr. Dann sind wir jetzt 12, 6, 18, 22, sind wir 22 Sekunden, haben wir noch 11 Sekunden übrig. Ja? Okay, 11 Sekunden verbrauche ich hier wieder was, weil ich im tiefen Gang bin. 1, 2, 3, vielleicht 3 Sekunden, ja, dann sind wir bei 25 Sekunden. Pi mal Daumen, haben wir noch 8 Sekunden übrig. Und das wird noch zu verteilen, wird schwer. Also, ob dadurch das Überholen leichter gemacht wird, ja, auf meinigen Strecken, wage ich zu bezweifeln. Aber vielleicht hilft ja der 8. Gang da ein bisschen weiter, ja, aber die Rundzeiten sollen ja langsamer werden, von daher problematisch. Also nur jetzt ein Einblick über diese 33 Sekunden erstmal zu geben auf dieser Rennstrecke hier. Also bin ich fast nur noch am Knöpfe drücken ohne Ende. Und ob das so förderlich ist, muss so viel künstliche Spannung rein. Ich dachte immer, diese 6 Sekunden, das reicht. Das hätte man vielleicht noch auf maximal 10 Sekunden erhöhen können, ja. Oh nein, man macht es gleich. Vor allem, es sind ja nicht nur 60, ja. PS, die da zusätzlich waren. Jetzt sind es schon 120. Das ist quasi nochmal so einen richtig schönen privaten PKW mehr unter der Haube. Und du hast 10 Sekunden Vorsprung auf das Auto, ja, hinter dir. Von daher stimmt so ganz meine Rechnung natürlich jetzt nicht, ja, mit den ganzen Sekunden. Aber die werden hauptsächlich nur auf diesen Knopf drücken, wo man rausbeschleunigt, wo es lang ist. Lange gerade, die wird ausgereizt, doch bis zum geht nicht mehr. Und deswegen wird das auch mit der Getriebeabschreibung extrem schwierig werden für die Teams. Also. So, Hülkenberg. Kollege, Kupferstecher. Braucht man dann wirklich noch DRS? Das ist dann so meine Frage. Also ich finde, dieses Element wird durch das erst eigentlich noch mehr zur Lachnummer, ja, also. Gut, ich kann mich natürlich jetzt auch komplett irren damit, ja, aber es ist für mich immer nur eine Lachnummer, ja. Das ist der letzte Rotz, den kein Fahrer braucht. Die Idee mag schön sein, man sieht mehr Überholmanöver, aber man sieht auch mittlerweile, dass es auf einigen Strecken einfach nur unfair ist, dem Fahrer, der vorne fährt,
Na, Break ist mit dem Satz drin. Das habe ich vergessen. Jetzt habe ich meinen Satzanfang vergessen. Ja, super, ey. Jetzt aber ein Nachteil mittlerweile für den Fahrer, der vorne fährt. Weil es gibt Strecken, da sind sie dran vorbeigefahren. Hat sich doch keiner mehr drum interessiert, sich noch zu verteidigen. Und möchte man als Fan solche Überholmanöver sehen? Ich eigentlich nicht. Dann lieber diese Oldschool-Überholmanöver, die aber richtig geil aussehen, ja. Nennt mir ein geiles Überholmanöver mit DRS aus den letzten 3 Jahren. Was wirklich sehr spektakulär aussah. Und das Einzige, was mir da jetzt einfällt, ist Monza, Alonso und Vettel. Das war aber ohne DRS. Dieses klassische, alte, geile Überholmanöver. Jetzt kommen die einen wieder, ein bisschen nur Vettel-Fan und so, ja. Aber das ist das Einzige, Überholmanöver, was mir im Gedächtnis geblieben ist in den letzten Jahren. Was wirklich gut war. Und zwar halt dieses alte, klassische. Oder so Team in Monaco, auch ohne DRS. In Monaco würde ich dann noch verstehen mit DRS, weil da wirklich das zu überholen unmöglich ist. Aber da selbst da kommen sie nicht mal auf den Gedanken, es im Tunnel einzuführen. Und letztes Mal gab es einen schönen Artikel. Ist die Formel 1 noch eine Königsklasse? Eure Meinung zu diesem geilen Slogan in die Kommentare. Ist die Formel 1 wirklich noch die Königsklasse? Meine Meinung dazu: Nein! Ja, wer steht denn da in der Wand? Oder eher mit dem technischen Defekt wahrscheinlich. 19 Fahrer sind nur noch im Rennen. Ich denke mal, damit habe ich die Runden hier gut überbrückt mit ein paar Themen. Also im Klassikmodus versuche ich mal nochmal was einzufallen jetzt, weil da möchte ich echt nochmal ein paar Parts auf jeden Fall bringen. Weil ich wahrscheinlich auch eben ein paar Rennen, wenn ich aufnehme. Vielleicht kriege ich auch noch ein paar der Ligafahrer dazu, einfach, dass wir da einfach mal ein paar Rennen aufnehmen. Das Problem ist da irgendwo auch, dass nicht jeder Imola und so hat. Weil Imola ist schon eine geile Rennstrecke, ja. Imola gehört in meinen Augen immer noch zu einem der geilsten Rennstrecken. Auch wenn sie eine tragische Geschichte hat. 20 Jahre ist es her. 20 lange Jahre. Und in Sachen Sicherheit hat sich die Formel 1 auf jeden Fall positiv entwickelt. Auf jeden Fall, da ist sich jeder einig. Nur deswegen regt mich auch mittlerweile diese frühen Abbrüche der FIA, aber auch irgendwo teilweise auch. Es wird abgebrochen, weil zu stark im Regen ist. Könnte Aquaplaning entstehen, ja. Klar, bei es kann immer was passieren beim Unfall, auch bei dem kleinsten Unfall, ja. Ja. Kubica Beispiel. Hier, wie ist die Testfahrerin bei Williams da auf so normalen lang gerade Test? Das ist auch was passiert mit dem Auge. Die ist auch verschrocken. Wie heißen die jetzt nochmal? Oh! Aber ich glaube, ihr wisst, wen ich meine. Schreibt mal. Oh, wie heißen die? Ihr wisst auf jeden Fall, wen ich meine. Schreibt mal den Namen in die Kommentare. Vielleicht, mir fällt der Name jetzt echt nicht ein.
Ich glaube, Maria hieß sie mit Vornamen, aber wie hieß sie mit Nachnamen? Die auch zurückgekämpft hat in Leben und dann doch noch verstorben ist. Aber irgendwie ist auch jetzt irgendwie so 2013, 2014 das Jahr, wo wirklich die wo wieder große Namen, ja, wieder mal verstorben sind. Schumacher-Unfall, Jensen Buttons, Vater tot, den man ja auch oft in der Boxengasse gesehen hat. Dann hier die Testfahrerin. Wer ist als nächstes dran? Ja, also. Aber die hundertprozentige Sicherheit gibt es nirgendwo. Ja. Es gibt Berufe, die sind einfach gefährlich. Und da gehört das Rennfahren dazu, ganz klar. Ja. Ich kann auch auf dem Dach steigen, ja, und kann runterfallen. Wo waren wir nochmal in der Box? 16 Sekunden. Überall, wo Technik ist, kann Fehler passieren. Überall, wo der Mensch ist, können Fehler passieren. Also es ist doch normal. Und ich sage euch, es wird irgendwann mal wieder ein Todesfall in der Formel 1 geben. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wünschen tut sich das keiner, aber irgendwann wird es wieder eintreffen. Wünschen tut man das natürlich keinem. Und dann beginnen wir die Diskussion, wer ist schuld? Das ist ja auch mittlerweile die Standardfrage, ja? Das war bei Schumacher genauso. Wen können wir denn verklagen? Aber so tickt doch mittlerweile jeder Mensch. Verklagen, verklagen. Die Gerichte kommen doch gar nicht mehr hinterher. Aber da möchte ich jetzt eigentlich nicht weiter drauf eingehen. Weil da habt ihr vielleicht eine andere Meinung als ich. Aber ich bin halt ein Mensch, der offen und ehrlich seine Meinung auch anderen ins Gesicht sagt, wenn mir was nicht gefällt. Auch wenn die Wortwahl manchmal dann wirklich nicht die beste ist, ja. Aber es hilft auch nichts, irgendwas schön zu reden. Das ist doch immer so mein Argument. Ich kann es auch schön reden, aber wenn du die wirkliche Wahrheit willst, dann kommt da auch mal eine harte Kritik rüber. Aber wir leben ja in Deutschland, Meinungsfreiheit ist ja gegeben, von daher passt das schon, aber man muss trotzdem aufpassen, was man im Internet sagt. Das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. So, und das Rennen hier sollte ich auch nicht mehr auf die, könnte ich mittlerweile auf die leichte Schulter nehmen, weil wir nähern uns dem Ende des Rennens entgegen. Und damit den Weltmeistertitel. Zwei Runden sind es gleich noch. Und meine Beine, die sagen, bitte, bitte löse mich von diesem Leid. DTM-Aufnahme, Oschersleben komplett. Südkorea heute komplett. Also mindestens saß ich heute 4 Stunden an diesem Lenkrad und das reicht doch irgendwo. 4 Stunden nur für euch. Das Ganze für 4 Parts und der Durchschnitt ist dann 1 Stunde für ein Part. So, 2 Runden noch. Ich glaube, fehlerfrei war das Rennen, oder? Keine Abkürzung, gar nichts. Trotzdem werde ich gleich noch irgendwas aufnehmen. Was anderes. Bring das Auto heim, ja. Heim. Es sind nur noch wenige Runden.
So, letzte Runde. Letzte Runde, die mich vom WM-Titel trennt. Ich finde schade, dass man da nicht irgendeinen Spruch eingebaut hat für den vom Renningenieur, dass man wirklich dann was auf der Startzielgerade hört. Würde ich toll finden, genauso wie in der Siegerehrung, ja. Bei der Einführungsrunde da fordern viele, aber kann wirklich jeder in der Einführungsrunde normal fahren. Das ist auch wieder so ein Ding, ja. Bei einer Einführungsrunde ist nicht gerade leicht, ja. Das ist, da muss man die Reifenauftemperatur kriegen, das ist das Wichtigste. Aber man muss auch den Abstand vorne und hinten einhalten. Man darf nicht zu schnell sein, man darf nicht zu langsam sein. Und da passieren dann auch mal wirklich Auffahrunfälle, ja. Wenn man nicht da wirklich die Erfahrung hat. Ich bin gespannt, was Codemasters in 2014 verbessert und was nicht. Aber eins steht fest, Codemasters wird ein Spiel rausbringen. Sie arbeiten da schon mit Hochdruck dran. Und ich habe auch mit Hochdruck an diesem WM-Titel hier gearbeitet. Das ist der 10. Saisonsieg im 14. Rennen. Sprit reicht auch. Vorsprung auch. Paar Kurven noch. Ob der Williams mich nochmal vorbeilässt. Und ich bin dann nochmal eine Zeitstrafe einhandel. Na, lässt du mich vorbei, damit du eine Runde weniger fahren musst? Ja, er lässt mich vorbei und das ist der Sieg! Aber wer der Erste erreicht, Teamkollege wird 10. und Rosberg ist ausgeschieden und wurde 22. Woo! Superleistung! Du hast das ganze Wochenende dominiert! Pole Position und Rennsieg! Fantastisch! Ach ja, WM-Titel sagt erst, wenn wir auf den WM-Strand gucken. Aber erstmal das Rennergebnis. Ich gewinne voll Lewis Hamilton und Felipe Massa. Sebastian Vettel auf der 4. Fernando Alonso wird 5. Sergio Perez stark von 17 auf die 6. Ganz stark. Kimi Räikkönen wird am Ende 7. Button auf der 8. Grosjean auf der 9. Und Hülkenberg holt wenigstens noch einen Punkt. Immerhin etwas. Ausgeschieden Bianchi, Weber, okay, und Rosberg. Ich habe als einziger in der Spitzgruppe 3 Boxenstops gemacht. Ein großartiger Sieg! Das war der Hattrick! Gut gemacht! Echt tolle Leistung! Danke, danke, danke! WM-Titel, da sind wir durch! 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 Und Platz 2 wird es aber sehr, sehr spannend. Da prügeln sich Alonso, Vettel, Hamilton und Rosberg. Da sind gerade mal 10 Punkte bei den 4 Fahrern aus. Auseinander. Hülkenberg ist auf der 10 geblieben. Konstrukteurstitel 51 Punkte Vorsprung auf Mercedes. Das sieht gut aus. Ferrari holt so ein bisschen immer etappenweise auf und Red Bull ist mittlerweile ganz weit weg mit 111 Punkten bei noch ein paar verbleibenden Rennen. Da steigen wir aus. Weltmeister! Wim Sauber! Yes! Hamilton gratuliert. Woo! Wenn ich das im Toro Rosso geworden wäre, dann wäre ich, glaube ich, richtig ausgetickt. Zum 10. Mal die Nummer 1. Ach, mich ja schon mal 13 Saisonsiege, das geht's. Und ich gewinne die Formel 1 Weltmeisterschaft. Oder Fahrerweltmeisterschaft, besser gesagt. Müsste es ja eigentlich nach Vertragsangebot der nur so wimmeln. In mein E-Mail-Postfach. Das ist Rang 9. Ne, kein einziges Angebot, das ist aber ganz schlecht hier, ey. Was haben wir denn hier für E-Mails? Okay, Suzuka natürlich, Japan steht als nächstes an. Gleichbewirkt, sieht wie immer nach keinem Regen aus. Team Internet Style sind wir ich schon durch. Renn dann für die, die es interessiert. 10. Saisonsieg und Glückwunsch! Das geht aber nichts, dass ich meine Debütsaison das schon gleich geschafft habe. Nee, das geht eine fantastische Leistung. Sie ist sehr stolz auf mich. Das geht auch immer das Gleiche, ne? Aber was ist denn das? Jetzt können wir schon die Fahrerweltmeisterschaft machen. Ne, ein ganz besonderes Rennen.
Für Sauber ist Japan ein ganz besonderes Rennen. Warum denn das? Ich weiß es nicht, schreibt es in die Kommentare, ich bin da ein bisschen planlos. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder ist. Let's Play Formel 1 2013.